Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind an der gewohnten Werkbank, aber nicht im gewohnten Umfeld. Ich bin in der neuen Werkstatt. Wir sind tatsächlich umgezogen. Mehr Infos zum Haus tatsächlich gibt es mal irgendwann anders. Das ist absolut geil. Aber heute soll es um diesen Raum gehen, und zwar um diese Werkstatt. Genauer gesagt um diesen Hintergrund, den ihr gerade sehen werdet. Das ist nämlich gerade aktuell noch ziemlich kahl und weiß und relativ langweilig. Und das werden wir unter anderem heute ändern. Und zwar werden wir eine riesig fette Werkzeugwand bauen. Und zwar die allergeilste, die ich mir vorstellen kann. Das soll wirklich modular sein. Das heißt, Werkzeuge soll man zack, zack, zack einfach schön organisieren können. Da soll alles Mögliche dran. Da soll Schraubensortimente, aber natürlich auch ein Hammer und eine Säge und Schraubenzieher und schön sortiert und richtig übersichtlich und natürlich aber auch vor allem schön. Ich habe nämlich viele Werkzeugdesigns gesehen und oft sieht man einfach nur irgendwelche Platten. Und so richtig ästhetisch irgendwie ist das sehr, sehr selten. Ich habe mir ein bisschen Inspiration aus dem Internet geholt und ich habe da so vor, dass ich quasi die Wand da grau streiche oder sogar vielleicht ein bisschen Betonoptik dran machen lasse. Das werden wir noch sehen. Und dann so Kacheln aus schwarz gefärbtem Holz mit dem ganzen Werkzeug da dran. Meine Inspiration seht ihr eingeblendet. Nur noch mit dem French Cleat System, das heißt ein System, wo man halt ganz leicht irgendwie modular Werkzeug einhängen kann. Aber wozu mache ich mir die Mühe und erkläre euch das, wenn ich es euch einfach per Computervisualisierung zeigen kann. Davor muss ich allerdings noch den kompletten Raum abmessen. Dieses Video wird unterstützt von Schub. So, wir haben ja mal Steckdosen. Würde ich tatsächlich gerne mitverkleiden, weil so weiße Steckdosen finde ich ultra hässlich. Generell finde ich den weißen Hintergrund super langweilig. Genau, dann haben wir hier unten noch Wasseranschlüsse, weil theoretisch ist es hier eine Büroküche. Büroküche brauche ich nicht, kommen da einfach Werkbänke hin. Aber ich muss es trotzdem ausmessen, damit ich nicht genau da rein so einen schönen Werkzeugschrank plane. Jetzt einfach Timelapse, wie ich da hier so rumlaufe, ne? Jetzt, wo ich die genauen Daten mit dem Maßband ausgemessen habe, messe ich mit dem Handy noch ein paar grobe Daten aus. Einfach per LiDAR quasi. Der Raum ist 5,50 Meter lang und in die Richtung 6,50 Meter. Und das deckt sich auch ganz gut mit dem Grundriss. Und jetzt wird einmal dieser ganze Raum am PC nachgebaut. Und zwar nicht nur so, wie er aktuell ist, sondern bereits so, wie ich ihn gern haben will. Die grauen Kästen sind Schränke mit Schubläden, die dann durch Leimholzplatten zur Werkbank werden. An die Wände kommen Platten für die modulare Werkzeughalterung und darüber noch mehr Schränke, denn Stauraum ist Gold wert. Übrigens gibt's hier in dem Haus neben der Werkstatt auch einen extra Lagerraum, eine Garage mit geplantem Holzlager, einen 3D-Druckraum, ein Büro und auch einen großen Garten, aber eins nach dem anderen. Für die Werkbankecke habe ich mir wie bereits bei meiner alten Werkbank für massive Eiche entschieden. Allein die drei neuen Platten hier kosten dabei inklusive Oberflächenbehandlung und Versand stolze 1190 Euro. Die vier Schubladenschränke hauen mit insgesamt 2075 Euro sogar noch mehr rein. Beides zusammen sorgt aber für eine wunderbare Optik und viel Platz für die beiden neuen Mitarbeiter. Meine Werkbank, die ich aus Köln mitgenommen habe, war die Inspiration dafür und steht nun in der Mitte des Raumes auf Rollen. Die Platte dafür hat damals 235 Euro gekostet und die Schubladenschränke jeweils 376. Für genau denselben habe ich übrigens jetzt, zwei Jahre später, einfach 485 gezahlt. Die Idee von den dunklen Platten auf der hellen Wand habe ich übrigens von diesem Pinterest-Bild, das mich dann zu dieser Webseite von zwei richtig krassen Handwerkern geführt hat, die wirklich eine sehr ästhetische Werkstatt haben. Allerdings ist die Art und Weise, wie die Werkzeuge hier angebracht sind, zwar hübsch, aber für mich maximal unpraktisch. Deshalb werde ich dafür ein French Cleat-System bauen, mit vielen Keilleisten. Passend zu diesen Schrägungen kann man dann später für Werkzeuge und Zubehör Halterungen anfertigen, die man dann, wie hier zu sehen ist, einfach wo man will, flexibel an die Wand hängen kann. Riecht das gut. Um die gewünschte dunkelgraue Holzoptik zu erhalten, wird das Holz gebeizt, also eingefärbt. Im Gegensatz zum Lackieren wird hier das Holz nicht in eine Farbschicht gehüllt, sondern das Holz saugt die Farbe einfach auf, wodurch die Holzstruktur noch gut zu sehen bleibt. Um genau den für mich richtigen Farbton zu erwischen, haben wir graue und schwarze Balze gekauft und dann verschiedene Abstufungen gemischt und uns für 50-50 entschieden, da das sehr gut zu den Werkzeugschränken passt. Jetzt, wo die Holzplatten ihre Farbe haben, die wir übrigens bewusst etwas heller gemacht haben als unsere Inspiration, fehlt noch die Farbe an der Wand. Ich finde, weiße Wände sehen immer super schlimm aus auf der Kamera, deshalb wollte ich eigentlich eine Betonoptik, so wie Dave das in seinem neuen Büro gemacht hat, aber erstens ist das sauteuer und zweitens hätte ich erst in 3 Monaten einen Termin bekommen, also wird das Ganze einfach in hellgrau gestrichen. Ich habe übrigens, während die Maler da waren, den Schlüssel zu dieser Tür verloren und musste sie daher mit einem Kleiderbügel knacken, damit die Maler auch noch ins andere Zimmer zum Streichen gelangen konnten. Wenn ihr sehen wollt, wie genau ich das angestellt habe, checkt mal meinen neuen YouTube-Shorts-Kanal aus, den ich euch verlinkt habe.
So, jetzt wo die Wände hier wunderschön gestrichen sind, kann ich auch endlich diese Werkzeughalterungsplatten an die Wand aufhängen. Die sind nämlich auch schon fertig gebeizt, also gefärbt und auch schon fertig geölt. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist es, diese drüben bereits gefärbten Keile im genau gleichen Abstand auf diese Platten anzubringen. So mache ich mir jetzt hier an der Tischkreissäge mit meinem ersten Tischkreissägenschnitt so einen Abstandshalter für zwischen diese Dinger, damit ich nicht immer alles ausmessen muss. Ich habe schon mal an einer großen Formatkreissäge geschnitten, allerdings ist das sehr, sehr lange her. An der Tischkreissäge schneide ich jetzt hier zum ersten Mal. Ich habe auch extrem viele Videos und Anleitungen und sowas angeschaut, damit ich hier nichts falsch mache, weil das ist das mächtigste und gefährlichste Teil, was ich hier habe. Entsprechend hier eine Schutzbrille und auch Gehörschutz. Die Absauganlage, die wir gebaut haben, die ist schon angesteckt. Das heißt, wenn ich jetzt die Kreissäge einmal anmache, geht die auch mit an. So, die Absauganlage geht automatisch aus, wenn das Ding aus ist. Und jetzt ist das Teil fertig. Nice, hat Spaß gemacht. Let's go. Jetzt können wir die ganzen Leisten im perfekten Abstand anbringen. Ab in die Garage. Und jetzt kann es losgehen, glaube ich mal. So, jetzt ist mir eingefallen, eigentlich macht es hier Sinn, mit ein paar Klemmen zu arbeiten. Und eigentlich sollten wir auch vorbohren. So, dafür habe ich jetzt einen zweiten Akkuschrauber geholt, den ich auch erst vor kurzem beim Baumarkt geholt habe, über Schub. Mit Schub, unserem heutigen Sponsor, habe ich auf die Online-Bestellung von ungefähr 142 Euro einfach 5,71 Euro an Cashback zurückbekommen, ohne irgendwas dafür zu machen. Cashback bedeutet, dass ihr bei eurem Online-Einkauf bares Geld zurückbekommt. Die Anmeldung bei Schub ist kostenlos und es gibt über 2000 Partner, wie zum Beispiel Mediamarkt, Booking.com, eBay oder Lieferando, bei denen ihr so Cashback sammeln könnt und es euch sogar schon ab 1 Euro Cashback direkt aufs Bankkonto oder per PayPal auszahlen lassen könnt. Eure Daten sind auch komplett sicher, weil Schub keinen Datenhandel betreibt, sondern sich einfach einen kleinen Teil der Vermittlungsprovision einbehält und sich damit finanziert. Der restliche Teil der Provision wird an die User als Cashback ausgezahlt. Schub hat bereits über 1,7 Millionen User in Deutschland und ist damit das führende Cashback-Portal. Das Ganze ist super easy, einfach über Schub auf euren Lieblingsshop klicken, wie gewohnt einkaufen. Und anschließend erhaltet ihr einen Teil des Einkaufswerts auf euren Schub-Account gutgeschrieben. Klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, meldet euch bei Schub an und ihr bekommt 10 Euro extra Cashback bei eurem ersten Einkauf. Und in diesem Akkuschrauber habe ich jetzt hier so einen Bohrstopp drin. Das heißt, ich kann genau 3 cm runterbohren. Dann Akkuschrauber switchen. So, jetzt das erste Brett drin. Jetzt kommen wir hier rüber zu den 70ern. Jetzt schaue ich mal, ob das hier genau angeht. Ja, nicht perfekt, aber auf jeden Fall gut genug. So, die spanne ich fest. Dann wird die wieder fleißig vorgebohrt. Und fliegende Wechsel. Deswegen ist es so geil, einfach einen zweiten Akkuschrauber zu haben. Jetzt kommt endlich dieses Abstandsstück ins Spiel. Lege ich einfach hier dran, dann kommt die nächste Leiste. So, und dann schiebt man die einfach raus und zack, hat man den perfekten Abstand, ohne dass man irgendwas messen musste. Und ja, sich einfach eine Menge Zeit gespart. Nachdem diese wunderschönen Wände jetzt fertig sind, müssen die an die Wand gebracht werden. Und das ist überhaupt nicht so leicht, wie man denkt. Ich habe jetzt schon mal gerade eben grob geplant, wo welche Schraube hingehören könnte und wie das stabil sein könnte. Und das muss ich jetzt einmal grob einzeichnen, damit ich hier checken kann, ob ein Stromkabel drunter ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist sogar relativ groß, denn das war eigentlich mal als Küche gedacht. Und deswegen haben wir hier überall Strom, irgendwie Leitungen und da oben ist auch noch Strom. Nicht so geil, deswegen checken wir das Sicherheit geht vor. Jo, let's go. Das ist genau der Strom, wo ich hinbohren wollte. Ja gut, macht auch Sinn, direkt neben der Steckdose halt, klar. Auch wenn die Stromleitung in der Wand das Platzieren der Platten etwas komplizierter gemacht hat, als es hätte sein müssen, habe ich nach etwas Messen und Überlegen eine Position gefunden, die mir gefällt. Fürs Aufhängen brauche ich Hilfe und habe mir dafür Sophie geschnappt, die gerade dabei war, uns bei 30 Grad ein Hochbeet in den Garten zu zimmern. Passt schon? Puh. Perfekt. Danke dir. Oh, Jesus. Manchmal sind da Hohlräume drin und die machen mir Angst. Ihr seid es fest? Bombenfest. Ha, geil. Es hält. So, ich habe mir jetzt eine Methode überlegt, wie ich das auch alleine aufhängen kann. Und zwar mit zwei so Böcken. Ist ein bisschen komplizierter, aber eigentlich, wenn man vorsichtig ist, geht das auch richtig gut. Perfekt. Ich kann auch die Leiste hier drunten dran. Oh, das war ein Aufwand. Eieiei, war das anstrengend. Aber ich bin mega happy, sieht richtig geil aus. Bevor ich jetzt aber die Werkbänke wieder an ihren Platz schiebe, muss ich hier irgendeine Art Schutzmatte reinlegen, damit der Holzboden nicht beschädigt wird und mich unsere tatsächlich ultra netten Vermieter nicht bald hassen. Da die meisten einfach zu verlegenen Werkstattböden aber super langweilig und hässlich sind, düse ich jetzt zum Holzgroßhandel und suche mir robustes Fake-Holz aus Plastik aus, das ich einfach über den aktuellen Holzboden drüberlegen kann. Und wenn wir hier irgendwann mal wieder ausziehen, kann man den einfach wieder wegmachen. Das Ganze kostet 1300 Euro, ist aber trotzdem viel günstiger, als das komplette Parkett zu ruinieren und am Ende ersetzen zu müssen. Also ihr habt absolut
absolut keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Macht es auf jeden Fall nicht nach, weil es sieht absolut unfassbar gefährlich aus. Let's go. Als ob das wirklich funktioniert hat. Ich bin der dümmste Mensch der Welt. Die Tür geht nicht zu. Tja, du hast es nicht anders gewollt, Tür. Darüber kümmere ich mich später. Weiter geht's. Wie ja unschwer zu erkennen ist, habe ich eigentlich keine Ahnung, was ich hier mache, weil ich noch nie den Boden verlegt habe. Der Trick ist es dabei, so selbstbewusst drüber zu kommen, dass der Boden nicht merkt, dass man eigentlich gar keinen Plan hat. Dann lässt er sich nämlich trotzdem ganz gut verlegen. Den Boden hier reinzuzimmern hat echt eine ganze Weile gedauert. Doch hier säge ich endlich das letzte Stück Fake-Holz mit meiner neuen Tischkreissäge, mit der ich mich dank diesem Projekt direkt vertraut machen konnte. Und passt. Als letztes säge ich noch die Türschwelle zurecht und schraube sie mit extra gebohrten Löchern in meinen neu verlegten Boden. In das gute Parkett reinzubohren, wäre ja jetzt nicht so richtig Sinn der Sache. So, und so sieht die neue Werkstatt jetzt von der Kameraperspektive aus. Und ich sag mal so, ich kann mich echt dran gewöhnen. Ich finde es ultra schön. Das war genau die richtige Entscheidung, die Wände zu färben, weil weiß. Hat's aber nicht so gemacht. Dieses leichte Graublau da hinten finde ich ultra nice. Geiler Kontrast zu diesen orangenen Holzplatten. Und die Böden finde ich noch besser als die, die davor drin sind, auch wenn man die gar nicht sieht. Super schöne Böden und wenn die jetzt ein bisschen kaputt gehen, ist egal, die reißen wir am Ende einfach raus. Aber Moment, was haben wir denn hier? Eine mega geile Absauganlage? Eine Menge Spaß, den ich euch bisher vorenthalten habe, kann ja nicht sein. Wie ihr wisst, entsteht beim Handwerken, vor allem an der Tischkreissäge, super viel Staub und Späne. Und damit das nicht überall rumliegt, haben wir uns eine mobile Absauganlage überlegt. Und zwar ist das nicht nur ein Staubsauger mit ordentlich Wumms auf einem schlechten, selbstgemachten Skateboard, sondern wir haben noch einen sogenannten Zyklon davor geschnallt. Die Späne werden also angesaugt, wirbeln im Zyklon ein bisschen rum, machen ein paar Umdrehungen, bis sie nach unten fallen, in diesen Behälter und können dann easy entleert werden, ohne dass das ganze Holz direkt den teuren Staubsaugerfilter vollmacht. Gekostet hat das Ganze inklusive Rollen, Schläuche, Fass, Zyklon und so weiter 303 Euro und kann jetzt einfach an all unsere Geräte angesteckt werden, egal ob die Handkreissäge, die große Tischkreissäge oder der Bandschleifer. Und geparkt wird der Kollege hier in der Ecke, wo er nicht im Weg rumsteht. Aber wir sind noch nicht fertig, wir brauchen nämlich noch eins und zwar eine Menge Stauraum. Und der kommt jetzt hier oben hin. Bei einem der 7 Hängeschränke für insgesamt übrigens 763 Euro hatte ich die Idee, ihnen den Kopf kürzer zu sägen, damit noch ein halber mehr reinpasst als hier in meinem Plan. Damit die abgesägten Enden der aufklappbaren Tür nicht offen sind und das billige Sperrholz nicht sichtbar ist, hat Manu der Fuchs einfach das Furnier vom alten Ende gemopst und aufs neue draufgeklebt. Somit ist die Reihe der Hängeschränke jetzt exakt genauso lang wie die Reihe der Holzplatten drunter. Damit das mit der Tischkreissäge nicht weiterhin so ein Krampf ist wie vorhin beim Laminat, bauen wir, oder eher gesagt baut Manu, einen extra Tischkreissägen-Tisch. Und zwar nach der Anleitung von Let's Bastel, der macht auch Handwerksvideos und hat im Gegensatz zu mir sogar was drauf. Wir, also Manu, befolgt einfach Michaels Bauplan, den wir vorhin für einen Zehner aus seinem Shop gekauft haben. Allerdings werden wir das Ding nochmal ein bisschen tunen, aber seht selbst. Der erste Unterschied ist, dass wir keine Spanplatten verwenden, sondern die 5-mal so teuren Multiplexplatten, damit der Tischkreissägen-Unterschrank zu unseren Werkzeugwänden passt. Und weil ich die Optik einfach viel schöner finde. Das und auch die Tatsache, dass ich Werkzeug oft nach dem Kriterium kaufe, dass es nicht nur gut ist, sondern auch in unser Farbschema passt, das wird natürlich für einen richtigen Handwerksbetrieb oder sogar Hobbyhandwerker niemals Sinn machen. Aber da wir ja mit Videos unser Geld verdienen, darf schöne Optik ruhig was kosten. Um genau zu sein, sagenhafte 626 Euro allein für die Holzplatten und nochmal 277 Euro für Rollen, Griffe, der Frästisch-Einlagenplatte und vor allem Schubladenauszüge.
Die sind mega teuer. Außerdem wollen wir, dass die Auflagefläche der Kreissäge genau eben ist mit den anderen Werkbänken, damit man lange Dinger besser drüber rutschen kann und das nicht so endet wie hier, wo ich einfach ein paar Pakete drunter gelegt habe. Also fliegt im Vergleich zu Michaels Originalbauplan eine Schublade komplett raus und das ganze Ding wird kürzer in der Höhe und zum Schluss wird der Tisch, Kreissägen, Unterschrank natürlich noch gebeizt, dann stimmt die Optik aber auch wirklich zu 100%. Hier ist jetzt einmal der fertige Tischkreissägen. Tisch, keine Ahnung, mit Schubläden und so weiter und so fort. Mega geil, hier oben ist dann quasi der Staub. Der kommt einfach unten rein und dann kann man den einfach easy austauschen. Und das Geilste daran ist, dass es einfach schiebbar ist. Man kann das Teil jetzt nicht rausziehen. Man kann ihn einfach hier hinfahren. Man kann natürlich einfach meine Werkbank hier auch aus dem Weg schieben. Das ist mega praktisch und hat dann quasi hier in der Mitte richtig viel Platz. Und optisch passt der Kreissägentisch jetzt auch genau zu diesen Wänden, wo natürlich schon die ersten Sachen dran hängen. Hier zum Beispiel ein paar Sägen, Akkuschrauber, da kommt noch viel Zeug dazu. Ich finde, die Werkzeugwände machen sich genauso, wie ich es geplant habe. Man kann einfach Sachen hier nehmen, ne, dann wieder reinhängen. Und wenn man dann diesen Akkuschrauber einfach gerne wo ganz woanders hätte, dann kommt man einfach hier rüber und hängt das einfach hier oben dran und dann hängt der wo ganz woanders und man kann das halt je nachdem, was gerade abgeht, sich einfach so zurechtschieben, wie man will. Da oben, da haben wir ein bisschen Lacksachen und so weiter und so fort, ein paar Öle, da ist noch viel Platz. Auch dieser Haufen der Schande, der da immer noch ist, muss da weg und da wird dann schön feinsäuberlich hier überall einsortiert. Sämtliche French Cleat Halterungen, also wie zum Beispiel diese Stifthalter hier, wurden übrigens im 3D-Drucker gemacht mit einem Filament, das fast die gleiche Farbe hat wie die Wände selber. Außerdem diese Akkustation, die man auch einmal rausnehmen kann, wo man dann einfach schön die Akkus. Die ist auch aus diesen Multiplex-Platten, also aus Holz. An meiner Werkbank habe ich leider noch nicht so ein cooles French-Cleat-Ding. Ich habe noch diese Lochwand hier. Und die würde ich irgendwann auch nochmal austauschen, vielleicht durch so eine French-Cleat-Wand, die man hier ja, so rausziehen kann von der Seite. Ganz viel findet natürlich auch noch in den Schubläden hier statt, die übrigens mittlerweile beschriftet sind, richtig professionell. Zum Beispiel hier bei Messinstrumente, da hat man alle möglichen Messinstrumente drin. Schreinerwinkel, Zollstöcke, eine Feinwaage, eine Radienlehre. Irgendwie ein Zugmessgerät, Thermometer, hier so eine Fühlerlehre, also es ist wirklich alles Mögliche dabei. Und da drüben haben wir natürlich die Klassiker, Zangen, Kombizangen, Seitenschneider und so weiter und so fort. Was hat der Spaß jetzt gekostet? Alles, was ihr im Video jetzt gesehen habt, bisher waren 9.619 Euro. Das ist schon mal recht viel, kommt aber noch viel dazu. Zum Beispiel eine Handkreissäge, ein Exzenterschleifer, noch andere Akkuschrauber, die ich schon davor hatte, der Bandschleifer, die Standbohrmaschine und ganz viele Sachen. Und auch eine Kappsäge für 500 Euro, die hier noch kommt, die aktuell noch fehlt. Und damit kommen wir insgesamt auf 19.700 Euro, was richtig wild ist. Sprich, für 3D-Drucker, Werkzeug und so weiter und so fort. Verbrauchsgegenstände sind dabei nicht dabei. Also Schrauben, Klebeband, Leim und so weiter und so fort habe ich nicht mitgenommen, sondern nur Werkzeug und Geräte und Einrichtungen, die man halt für immer hat. Das ist für mich mega viel Geld, allerdings in der richtigen Werkstatt kann es natürlich auch sein, dass eine CNC-Maschine viel mehr kostet als das Ganze hier. 95% von all dem, was hier ist, ist online bestellt worden. Wenn ihr auch viel online bestellt, dann checkt unbedingt Schub aus, da könnt ihr mit Cashback ganz leicht viel Geld zurückbekommen. Es gibt noch ein paar Pläne für die Zukunft, ich will aber nicht spoilern, vielleicht habt ihr Ideen und damit bin ich raus. Macht's gut!